Herzlich willkommen zu neuen Rechengeschichten. Wie schon gewohnt, schreibst du bitte zu der Rechengeschichte eine Rechnung oder die passende Lösungszahl dazu. Zeige mir morgen deine Aufgabe. Ich beginne jetzt. Nico und Justin bauen ein Baumhaus. Nico trägt 4 Bretter. Justin trägt 2 Bretter zum Baumhaus. Wie viele Bretter tragen die beiden Burschen nun zum Baumhaus? Zweite Aufgabe. Johanna sammelt Kastanien. Sie hat schon 6 Kastanien gesammelt. Auch Anton sammelt Kastanien. Er hat um eine Kastanie weniger als Johanna gefunden. Wie viele Kastanien hat somit Anton? Dritte Aufgabe. Wie heißt der Vorgänger von 9? Vierte Aufgabe. Wie heißt der Nachfolger von 4? Fünfte Aufgabe. Wie heißt die Zahl, die um 3 größer ist als 5? Sechste Aufgabe. Julia und Aurelia beobachten in ihrem Garten 2 Igelmamas. Eine Igelmama hat 5 Junge. Die zweite Igelmama hat nur 3 Junge. Wie viele junge Igel gehen somit im Garten von Julia und Aurelia spazieren? Siebte Aufgabe. Marlena spart sehr fleißig. Sie hat schon 10 Euro gespart. Hedi war noch nicht so fleißig. Sie hat um 2 Euro weniger in ihrem Sparschwein. Wie viel Geld hat Hedi? Achte Aufgabe. Noah und Jakob turnen für ihr Leben gern. Noah macht heute im Turnunterricht 7 Sprünge. Jakob macht um 2 Sprünge mehr. Wie viele Sprünge macht Jakob? Neunte Aufgabe. Michael schreibt 5 Buchstaben in sein Heft. Mona schreibt doppelt so viel, das heißt genau nochmal so viel Buchstaben wie Michael in ihr Heft. Wie viele Buchstaben schreibt Mona in ihr Heft?